Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Cyberlife, das Unternehmen, das mich hergestellt hat, führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Möchten Sie teilnehmen? Was ist das denn? Toll! Es geht los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Ernsthaft jetzt? Jetzt kriegen wir hier so einen kleinen Test. Ich zeige euch das, ich finde es jetzt eigentlich ganz cool. Würden wir eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich ist? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier bewirkt. Ich denke nicht. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Nein. Das Problem ist eher, Menschheit wird zur Gefahr von Menschheit. Wir ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Oh, das ist jetzt gemein. Buch, Mobiltelefon. Das war's. Okay, Instrumenten nicht. Konsole. Auf einer einsamen Insel wird es keinen Strom geben. Ich würde ein Buch mitnehmen. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Heutzutage sind wir alle von Technologie abhängig. Welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, fliegende Autos, Weltraumtourismus mit dem Gehirn verbundene Geräte. Das ist jetzt gemein, aber um ehrlich zu sein, ich würde es cool finden, kein Handy mehr dabei haben, so coole Brillen, die dann direkt... Androiden ist halt auch geil, aber... Ich glaube, so Glauben Sachen. Sie an einen Gott? Nein. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Wenn ich an Kara denke, dann ja. Die Sache ist, wenn ich an den Aufwiegler aus dem ersten Part denke, dann wiederum nein. Aber es ist ja alles Aktion und Reaktion. Also im Großen und Ganzen denke ich mal, dass es gut, dass die Kinder gut betreut sind. Weil ein Android kann halt nichts vergessen. Wir Menschen sind halt nun mal auch vergesslich. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Auf jeden Fall mehr. Weil elektronisches Gerät, es ist Handy, es ist Computer, es ist Fernsehen. Heutzutage eigentlich fast alles. Also definitiv mehr. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Das ist jetzt gemein. Da kommt nämlich wieder das, was ich vorhin sagte, schon zum Tragen. Eine Maschine kann nichts vergessen. Jedoch, was ist, wenn eine unvorhersehbare Situation auftritt? Kann eine Maschine diese Situation dann lösen? Oder hängt sie zu sehr an ihren festgelegten und festprogrammierten Mustern? Aber ich denke ja. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Naja, es gibt ja schon diese künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, ob sie wirklich eins entwickeln. Okay. 67% weltweit haben gesagt, ja, sie würden eine Beziehung mit einem Androiden eingehen. 71% haben auch geglaubt, dass die Technologie eine Gefahr für die Menschheit wird. Die meisten Leute würden ein Instrument oder Stift und Papier mitnehmen oder das Handy, das ist ja so klar. Ja. Da sieht man es ganz eindeutig. 80% sagen, die Menschheit ist abhängig von Technologie. Und das ist mittlerweile halt einfach so. Da kann man nichts drum herum reden. 36% freuen sich auf Androiden. 34% mit dem Gehirn verbundene Geräte. Aber Fliegen und Weltraumtourismus ist anscheinend nicht so bekannt. Vor allem, wenn man davon ausgeht. Fliegende Autos gibt's schon. Also es gibt so die ersten Prototypen von Flugstädten, wo alle Flugzeuge besitzen und damit einkaufen, fliegen und so weiter. Weltraumtourismus, ich glaube, das gibt's auch. Ist zwar nur für sehr hoch bezahlte Leute mit gutem Einkommen.
Ja, da sieht man halt wieder, ob jemand an einen Gott glaubt, das ist halt sehr schwer, die Frage. Ja, und da sieht man, Kinder betreuen, da geht die Meinung echt stark auseinander, aber trotzdem 50% sagt, ja. Ja, und hier, 70% der Leute verbringt mehr Zeit an einem elektronischen Gerät. Das, ich finde das cool. Und 75% ist auch der Meinung, dass eine Maschine die Operation durchführen darf. Und die Großzahl glaubt tatsächlich, dass Maschinen eines Tages ein Bewusstsein entwickeln. Ja, ich muss sagen, fand ich richtig cool, dass hier so eine kleine Umfrage dabei ist. Aber... Hi, willkommen bei Detroit. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Erlebnis bisher. Ja, mir gefällt das Erlebnis bisher super. Ich hoffe, euch auch, Sturmtruppler, denn es geht weiter. Oh, nächster Tag, 6. November. Ist das Markus? Was ist passiert? Was ist passiert? Beeinträchtigte Sicht, beschädigter Gedächtnispalast. Defekte Audiodaten beschädigt. Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Was ist das? Thirium-Pumpenregulierer. Was war das dann da oben? Das hat man nämlich jetzt gar nicht gesehen. Optische Einheit. Und der Audioprozessor, okay. Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen ist nicht möglich. Scheiße. Wir müssen kriechen, um unsere Beine zu ersetzen. Oh mein Gott. Ich glaube aber, andere Entscheidungen bei Markus hätten uns nicht viel gebracht. Rechte Beinkomponente. Zustand funktionsfähig. Entfernen wir alte Beinkomponente. Boah. Gott. Okay, wir haben wieder ein Bein. Mir tut Markus so leid. Er hat nichts gemacht. Er hat tatsächlich nichts gemacht. Inkompatibel. Beschädigt. Bein. Linke Beinkomponente funktionstüchtig und kompatibel. Okay, das können wir uns direkt anstecken. Ich muss sagen, die Qualität ist einfach der Hammer. Immer und immer wieder, ich muss es betonen, wie geil es ist. Und in dem Fall kommt aber noch dazu der Ton. Boah.
Oh. Wir wurden geschrottet, obwohl wir nichts. Oh mein Gott. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Hinter der Jericho! Hinter der Jericho! Oh. Wow. Alter! Ja, hier wären wir wieder im Horrorspiel. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also sind doch nicht alle hier freundlich. Okay, jetzt fängt's an. Wir sehen nicht, wo was ist. Wir müssen... gut überprüfen. Das ist nicht kompatibel. Wir müssen also jetzt alles untersuchen, in der Hoffnung, irgendwas zu finden, das wir brauchen. Inkompatibel. Ah. Hier was? Optische Einheit, leider nicht kompatibel. Wow! Warum muss uns hier alles umschmeißen? Leute! Oh, ein neuer Audioprozessor. Dann kann man wieder hören. Oh, schon viel besser. Okay. Ich weiß nicht, ob das mit dem Regen jetzt besser ist. Aber hey. Jetzt am Kopf mal. Wo können wir jetzt hier noch suchen? Kann man überprüfen? Oh je. Hatte sie nicht ein perfektes Auge? Oder eigentlich wäre auch Kara hier gelandet. Wir müssen echt gucken, was wir die Sachen finden. Bitte sag mir, dass das wieder was ist, was man benutzen kann.
Datiere und Pumpenregulierer und kompatibel. Natürlich nehmen wir uns den. Und der neue Rainer mit. So. Was fehlt uns jetzt noch? Ich glaube, wir können ja immer noch nicht scannen. Uns fehlt noch die optische Einheit. Verstanden. Ich muss erst die beschädigten Teile ersetzen. Ich bin ja auch gespannt, ob unsere Protagonisten eigentlich irgendwann mal aufeinandertreffen. Weil alle, die Aufwiegler waren, also Aufweichler waren, waren bisher mit RA9 irgendwie. Deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert. Suchen. Ist das mein Auge? Perfekt. Blaue Iris. Wow! Ganz viele Ersatzteile sind da gerade runtergerutscht gekommen. Na, schnapp dir dein Auge. Dann müsste jetzt auch der Gedächtnispalast gleich wieder funktionieren. Da hat zwei verschiedene Augen. Was sonst noch was? Ein Tom auf dem Schopf. Klettere die Anhöhe hoch. Wow. Warte. Wir klettern. Oh Markus, oh, ich finde es so scheiße, dass wir ihn überhaupt kaputt gemacht haben. Er hat nichts gemacht. Gar nichts. Er ist so begabt. Nicht wieder runterrutschen. Schön hoch mit dir. Aber er ist frei. Er ist jetzt frei. Und kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Kann man das entfernen irgendwie? Weil das verrät ihn ja als Androiden. Ja.
weg ist es. Ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum das da war, damit man den Androiden von den Menschen unterscheiden kann. Denn jetzt sieht er aus wie ein Mensch. Denkt wie ein Mensch, handelt wie ein Mensch. Fühlt wie ein Mensch. Ich heiße Marcus. Und er lebt. Okay. Perfekt aufgehangen, hängt da ein Mantel für ihn. Aber geil. Gänsehaut pur, aber geil. Oh, was gibt es denn hier noch für Möglichkeit gegeben? Ich wüsste ja gerne, was es noch gegeben hätte, aber ich habe eigentlich alle Teile gesucht und überall geguckt. Naja, Marcus ist von den Toten zurückgekehrt.